hallo und herzlich willkommen auch von mir. Ich freue mich sehr, auf dem Elevate Festival zum ersten Mal dabei sein zu können und über mein Lieblingsthema Copywrongs zu reden. Warum Copywrongs 2.0? Also ich bin 2014 ins Europaparlament gewählt worden mit dem Ziel, Copywrongs abzubauen, also all die komischen Widrigkeiten in unseren europäischen Urheberrechtsgesetzen, die regelmäßig mit ganz alltäglichen kulturellen Handlungen, vor allen Dingen im Internet, in Konflikt geraten. Ich habe dafür im 2015 einen Bericht für das Europaparlament verfasst, wo ich viele dieser Copywrongs identifiziert habe und gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen dann auch diesen Bericht letzten Endes abgeschlossen und dort eine ganze Reihe von Empfehlungen für ein nutzerinnenfreundlicheres Urheberrecht und ein einheitliches europäisches Urheberrecht gemacht. Allerdings jetzt, 2 Jahre später, muss ich feststellen, dass es eine ganze neue Generation von Copywrongs gibt, die auf uns zukommt. Deshalb Copywrongs 2.0. Bei dem Thema vom Elevate, künstliche Intelligenz, Big Data, Digitalisierung, fragt ihr euch jetzt vielleicht, okay, was hat das eigentlich alles mit dem Urheberrecht zu tun? Geht es nicht eigentlich bei Algorithmen eher um die Verarbeitung von Daten und nicht von Kunstwerken und so weiter? Warum kommt das überhaupt mit dem Urheberrecht in Konflikt? Ich will das kurz an einem kleinen Beispiel erzählen. Hier auf dem Slide seht ihr einen guten Freund von mir, Enno. Enno trägt ein digitales Hörgerät, ein sogenanntes Cochlea-Implantat. Das ist ein Implantat, das in seinem Gehirn implantiert ist und Audiosignale, also analoge Signale, die über die Luft transportiert werden, in einen elektrischen Impuls umwandeln. Und das ist im Grunde genommen ein Kopiervorgang von dem Analogen ins Digitale. Und aufgrund dieser Impulse, die an sein Gehirn weitergeleitet werden, kann er wieder hören, nachdem er im Laufe seines Lebens taub geworden war. Was hat das mit dem Urheberrecht zu tun? Naja, das Problem mit digitaler Technologie ist, digitale Technologie legt immer in irgendeiner Form Kopien an, wie jetzt eben in diesem Fall von der Musik zu den elektrischen Impulsen. Und das Urheberrecht aus dem analogen Zeitalter ist auf eine Art und Weise organisiert, dass eine Kopie immer erlaubnispflichtig ist, grundsätzlich, es sei denn, es gibt irgendeine Ausnahme im Urheberrechtsgesetz, die sagt, diese Kopien sind erlaubt. Wenn es keine Ausnahme im Urheberrecht gäbe, dann würde das bedeuten, dass mein Freund Enno jedes Mal, wenn er ein Musikstück anhört, eine Urheberrechtsverletzung begehen würde, weil sein Implantat eine Kopie anlegt. Das ist glücklicherweise nicht so, weil es eben genau eine Ausnahme für diese rein temporären technischen Kopien im Urheberrecht gibt. Das ist übrigens aber die einzige Urheberrechtsausnahme, die vom europäischen Recht verpflichtend in allen Mitgliedstaaten der EU tatsächlich vorliegen muss. Bei allem anderen, Zitatrecht, Urheberrechtsnutzung in der Bildung, Parodien und so weiter, gibt es in jedem Land andere Regelungen und man weiß nie genau, ob das jetzt erlaubt ist oder nicht, wenn man das vom einen Land ins andere reist. Auch darüber hinaus, Big-Data-Anwendungen im weitesten Sinne kommen immer mal wieder mit dem Urheberrecht in Konflikt. Das wird diskutiert in der Politik, vor allen Dingen unter dem Stichwort Text and Data Mining. Und wir diskutieren im Rahmen der Urheberrechtsreform, die aktuell in Brüssel diskutiert wird, darüber, ob wir eine Urheberrechtsausnahme speziell für dieses Text-and-Data-Mining brauchen. Viele denken dabei an medizinische Anwendungen oder so, aber das geht wirklich durch alle Wissenschaftszweige und digitalen Journalismus und so weiter. Also zum Beispiel gab es eine Studie, wo Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler untersucht haben, Agatha Christie-Bücher, ob die Autorin im Laufe ihres Lebens möglicherweise Alzheimer entwickelt hat. Und um das herauszufinden, haben sie sich den Wortschatz von Buch zu Buch angeschaut und geschaut, ob sich im Laufe des Lebens etwas an der Breite des Wortschatzes verändert hat. Um das zu tun, muss man natürlich auch wieder von diesen Büchern und den Texten darin Kopien anlegen. Man muss sie automatisch auswerten. Aber das alles hat letzten Endes nichts mit Kopien im traditionellen Sinne zu tun, die das Urheberrecht eigentlich regeln will. Also man kann schon irgendwie nachvollziehen, warum
im Urheberrecht traditionell Kopien verboten wurden, weil wenn jemand 20.000 Kopien von einem Buch in seinem Keller liegen hat, dann will man halt nicht erwarten, bis er anfängt, die zu verkaufen, sondern kann eben schon dagegen vorgehen, wenn die Kopien nur vorliegen. Aber im Digitalen ist das eben nicht so. Die Kopie wird angelegt in dem Moment, wo ich einen Inhalt mit jemand anders teile und nicht davor. Das heißt, eigentlich könnte man dieses Fokus auf das Kopieren aus dem Urheberrecht im digitalen Bereich auch streichen. Aber das ist leider nicht die Realität. Im Gegenteil, werden immer mehr grundlegende digitale Technologien vom Urheberrecht betroffen. Und alle paar Jahre müssen wir das Urheberrecht an der einen oder anderen Stelle ein wenig anpassen, damit zumindest solche grundlegenden Anwendungen wie Big Data Mining in irgendeiner Form rechtlich überhaupt noch möglich sind, ohne jeden einzelnen Autor von einem Katzenbild vorher um Erlaubnis zu bitten. Günther Oettinger als Digitalkommissar war zuständig für dieses Thema bis Anfang dieses Jahres und sein Vorschlag für ein neues europäisches Urheberrecht sollte genau diese Probleme lösen. Das war sein Auftrag, das Urheberrecht an die Digitalisierung anzupassen und europäisch zu vereinheitlichen. Stattdessen hat er uns gebracht, die Copyrights 2.0, von denen ich euch heute erzählen würde. Und insgesamt muss man leider sagen, dass es so aussieht, als ob es noch schlimmer werden könnte, als es jetzt schon ist und nicht etwa besser. Es gibt aber auch gute Nachrichten. Günther Oettinger ist nicht mehr zuständig für das Thema Digitalisierung. Er hat sich als Digitalkommissar vor allen Dingen dadurch bekannt gemacht, dass er besonders große Nähe zu Lobbyisten hatte, vor allen Dingen aus der Verlagsindustrie. Er hat Verfechter der Netzneutralität als Taliban bezeichnet und letzten Endes auch Schlagzeilen gemacht durch rassistische Beleidigungen einer chinesischen Delegation in Brüssel. Die Freude darüber, dass er jetzt nicht mehr Digitalkommissar ist, ist leider nicht ganz ungetrübt, weil er letzten Endes befördert wurde und jetzt Kommissar für den EU-Haushalt ist und auch für die Personalpolitik der Europäischen Kommission und dadurch nach wie vor einen relativ starken Einfluss darauf hat, was in Brüssel passiert. Sein Vorschlag wurde außerdem eben schon im Herbst veröffentlicht und wird uns deshalb auch erhalten bleiben. Es ist ein Reformvorschlag, der eigentlich vieles hätte verbessern sollten, aber leider in der Realität unsere schlimmsten Befürchtungen in einer ganzen Reihe von Formen übertroffen hat. Er schafft wirklich das unvorstellbar, eine schwierige, vertrackte Situation noch zu verschlimmern. Und das will ich euch an ein paar Beispielen erläutern. Also dieser Vorschlag, der ist jetzt von der Kommission offiziell an Parlament und Rat als die Gesetzgeber der Europäischen Union übergeben worden. Und an uns im Parlament und den nationalen Regierungen liegt es jetzt auch, etwas daran zu ändern. Wenn wir das nicht schaffen, dann werden die folgenden 10 alltäglichen Dinge, die man im Internet so macht, in Zukunft illegal sein. Und bei Nummer 8 müsst ihr weinen. Nummer 1, 20 Jahre alte Artikel im Netz teilen. Also wenn ihr zum Beispiel eine Webseite habt, auf der ihr unterschiedliche Nachrichtenartikel aus den letzten 20 Jahren aufgelistet habt über den Konflikt zwischen der Musikindustrie und File-Sharing-Seiten wie Napster, dann könnte es sein, dass die Anzeige von solchen kleinen Auszügen daraus oder auch nur der Überschrift in Zukunft eine Lizenz von den Verlagen erfordert. Das kann sogar passieren, wenn ihr eine Überschrift twittert, selbst wenn überhaupt kein Link dabei ist. Also Wir sind Papst zum Beispiel könnte in Zukunft kostenpflichtig werden. Die Verlage hoffen natürlich darauf, dass nicht ihr das bezahlt, sondern Twitter. Das Problem ist aber, wenn Twitter sich weigert, dafür zu bezahlen, dann sind es trotzdem die einzelnen User, die für so eine Urheberrechtsverletzung dann haftbar wären. Ein Blogpost auf Social Media teilen, ihr kennt das sicher von Facebook. Bei vielen Social Media Webseiten ist es so, dass wenn man eine Internetadresse in das Feld zum Teilen einfügt, dann wird automatisch eine Vorschau generiert. Also da seht ihr ein Foto aus dem Artikel, die Überschrift wird automatisch angezeigt und oftmals auch ein oder zwei Sätze. Das werden die Social-Media-Seiten in Zukunft abstellen müssen, weil das auch kostenpflichtig wird. Und davon sind nicht nur Nachrichten im engeren Sinne betroffen, sondern auch Magazine oder Blogbeiträge, wenn auf diesem Blog mehr als ein Autor oder Autorin schreibt.
Nummer 4, Einkaufslisten pinnen. Wenn ihr Pinterest nutzt, hat man die Möglichkeit, zum Beispiel verschiedene Fotos von Möbeln in eine Einkaufsliste zu packen. Auch das würde in Zukunft die Erlaubnis des Verlags erfordern, wo das Foto erstmals abgedruckt wurde. Das Web indizieren, das wird wirklich kompliziert. Also wenn ihr eine Suchmaschine nutzt, die Suchmaschine macht das Web für euch durchsuchbar, indem sie Webseiten indiziert. Das heißt, letzten Endes nichts anderes als Kopien von diesen Webseiten anzulegen und diese durchsuchbar zu machen. Dabei werden die Suchmaschinen, wenn dieses Gesetz so umgesetzt wird, die Webseiten von Verlagen, von Blogs und von Magazinen in Zukunft nicht mehr indizieren dürfen, wenn sie nicht explizit eine Erlaubnis des Verlags dafür bekommen haben. Nummer 6, unüberwachte Uploads von Fotos und dergleichen. Es gibt viele Portfolio-Seiten wie Flickr oder hier Foto-Community, wo Leute ihre eigenen Fotos teilen. In Zukunft sollen solche Webseiten alle Upload-Filter installieren, die proaktiv, bevor die Fotos überhaupt sichtbar sind, überprüfen sollen, ob es sich dabei um eine Urheberrechtsverletzung handelt. Das gilt nicht nur für Fotos, sondern für alle urheberrechtlich geschützten Inhalte, zum Beispiel Software. Also wenn ihr GitHub benutzt, um freie Software miteinander zu teilen, das ist auch eine Hosting-Plattform, die dann eben euren Code darauf untersuchen müsste, ob da urheberrechtsverletzendes Material vorhanden ist, bevor ihr das mit anderen Leuten teilen könnt. Das Ganze wird sogar nicht kommerzielle Projekte betreffen, also oder Webseiten wie die Wikipedia, wo Inhalte unter einer freien Lizenz verbreitet werden. Es kommt gar nicht darauf an, ob tatsächlich Urheberrechtsverletzungen im großen Stil auf dieser Plattform stattfinden. Und das heißt, dass überall dort, wo es große Mengen von User-Uploads gibt, solche Überprüfungen auf Urheberrechtsverletzungen durchgeführt werden müssen. Nummer 9, besonders relevant auch für das Thema der Konferenz, also das ist vielleicht noch nicht ganz so alltäglich wie die anderen Beispiele, aber wird es möglicherweise in Zukunft, wenn ihr eure künstliche Intelligenz trainieren wollt, also zum Beispiel wollt ihr, dass sie Katzenbilder automatisch erkennt, dann müsst ihr sie erstmal an einer ganzen Reihe von Katzenbildern trainieren, damit sie diese aus einem großen Meer von unterschiedlichen Bildern erkennen kann. Das erfordert auch wiederum Kopien und das wäre eben auch unter diesem neuen Vorschlag nicht mehr ohne weiteres möglich. Dieser Vorschlag schafft sogar dann Probleme, wenn man also die Software entwickeln will, die man letzten Endes unter anderen Teilen des Vorschlags braucht, um genau diese Upload-Filter überhaupt einzurichten. Weil wenn man bestimmte Urheberrechtsverletzungen automatisch erkennen soll, da wird man natürlich auch künstliche Intelligenz einsetzen müssen. Das heißt, hier werden Anforderungen geschaffen, die technisch große Herausforderungen mit sich bringen. Wenn irgendwie Softwareentwickler anwesend sind oder Anwälte, dann habt ihr wahrscheinlich in Zukunft jede Menge neue Möglichkeiten für neue Aufträge in diesem Bereich. Aber ansonsten ist es eher eine bedenkliche Entwicklung. Und nicht zuletzt bleibt auch all das illegal, was jetzt schon illegal ist und uns Kopfschmerzen bereitet. Also die Copy-Wrongs, von denen ich vor 2 Jahren berichtet habe, von denen wird so gut wie nichts tatsächlich angegangen. Zum Beispiel, Österreich hat Panoramafreiheit, einige andere europäische Länder haben die nicht. Das heißt zum Beispiel in Frankreich, wo das Europaparlament in Straßburg steht, darf man keine Fotografien von öffentlichen Gebäuden oder Skulpturen veröffentlichen zu kommerziellen Zwecken. Das heißt auch unter anderem, dass das Parlamentsgebäude ist noch urheberrechtlich geschützt. Das ist immer dann der Fall, wenn der Urheber, in diesem Fall der Architekt, noch nicht seit 70 Jahren tot ist. Und man braucht die Panoramafreiheit als Ausnahme vom Urheberrecht, um eben zu sagen, was im öffentlichen Raum steht, das darf man frei fotografieren und verbreiten. Und auch die digitale Popkultur im weitesten Sinne wird von diesem Vorschlag nicht legalisiert. Selbst wenn man 2 oder 3 Sekunden Ausschnitte zum Beispiel in Form von Reaction-GIFs hat, dann ist es eigentlich relativ offensichtlich, dass niemand aufhört, sich Forrest Gump als Film anzugucken, weil er irgendwie diese 3 Sekunden gesehen hat. Trotzdem ist das eine Urheberrechtsverletzung, genauso wie auch Let's Play-Videos von Videospielen, Lip-Dubs, Remixes und was man sonst noch alles an schönen Sachen mit Kultur im Internet anstellen kann.
Richtig absurd wird es auch dann, wenn man sich anschaut, was von dieser Reform nicht betroffen ist, nämlich Mega-Upload. Also Mega-Upload hat möglicherweise von diesen Upload-Gesetzen nichts zu befürchten, weil das Ziel dieser Reform letzten Endes auch überhaupt nicht ist, Urheberrechtsverletzungen zu bekämpfen, sondern es geht darum, besonders profitable amerikanische Technologiefirmen zu nehmen und deren Profite an europäische Kulturfirmen zu überführen. Und das führt teilweise zu etwas unsinnigen Ergebnissen. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, so, wer hat sich das ausgedacht? Wie kann das eigentlich sein? Und was steht genau in diesen Vorschlägen, was zu solchen Ergebnissen führt? Der Urheberrechtsvorschlag von Günther Oettinger hat vor allen Dingen zwei Artikel, die die Probleme erzeugen, von denen ich gerade gesprochen habe. Und diese zwei Artikel greifen zwei Grundprinzipien der Online-Kommunikation an. Einerseits das Verlinken von Inhalten im Netz und andererseits das Hosten von Inhalten, die User auf Webseiten hochladen. Zum Verlinken steht dahinter ein sogenanntes Leistungsschutzrecht für Presseverleger. In Deutschland gibt es das schon, in Österreich wurde es diskutiert und dann überraschenderweise als nicht so sinnvoll befunden und niemals eingeführt. Dieses Leistungsschutzrecht für Presseverleger soll einen zusätzlichen Schutz von Presseartikeln im Internet erstellen, obwohl die Artikel selbst bereits urheberrechtlich geschützt sind. Das Urheberrecht an einem Artikel hat die Journalistin, die den Artikel geschrieben hat. Allerdings werden diese Rechte in den allermeisten Fällen vertraglich als Exklusivrechte an den Verleger übertragen. Und Verlage können dann mit diesen Exklusivrechten auch vor Gericht gehen und dagegen klagen, wenn zum Beispiel jemand ganze Artikel kopiert und irgendwo anders ohne Erlaubnis veröffentlicht. Das reicht ihnen aber nicht. Das Leistungsschutzrecht hat zum Ziel, auch kleinste Textausschnitte, die vom Urheberrecht gar nicht erfasst sind, abzudecken. Der Unterschied zwischen Urheberrecht und Leistungsschutzrecht ist nämlich, dass beim Urheberrecht es immer eine gewisse Schöpfungshöhe geben muss, bevor etwas geschützt ist. Das heißt, einzelne Sätze sind davon eigentlich so gut wie nie betroffen, weil die nicht originell genug sind, um sie schützen zu können. Ein Leistungsschutzrecht hingegen hat so eine Schöpfungshöhe nicht. Das heißt, streng genommen müssten einzelne Wörter oder vielleicht sogar einzelne Buchstaben davon erfasst sein. Allerdings führt das zu offensichtlich unlogischen Ergebnissen und deshalb ist völlig unklar, wie letzten Endes die nationalen Gerichte mit einem solchen Leistungsschutzrecht umgehen würden. Man kann das in Deutschland ganz gut beobachten. Da wurde das Leistungsschutzrecht 2013 eingeführt und man hat in den Text reingeschrieben, okay, das Leistungsschutzrecht gilt nicht für einzelne Wörter oder kleinste Textausschnitte. Und jetzt streiten sich seit 4 Jahren vor Gericht die Verwertungsgesellschaft mit Google, ob es 7 Wörter sind oder vielleicht 11 Wörter, die einen kleinsten Textausschnitt bedingen oder ob es nicht vielleicht eine bestimmte Anzahl an Schriftzeichen sein müsste und was eigentlich die Definition von einem Schriftzeichen ist. Bisher verdient hat niemand an diesem Leistungsschutzrecht in Deutschland. Die Verwertungsgesellschaft, die es vertritt, hat bisher große Verluste gemacht, weil die Gerichtsverfahren mehr gekostet haben, als es jemals an Einnahmen gegeben hat. Der Vorschlag, den Günther Oettinger jetzt vorgelegt hat, der ist auch sehr offensichtlich an das deutsche Leistungsschutzrecht angelehnt. Allerdings geht er in einer ganzen Reihe von Punkten noch weit über das hinaus, was wir in Deutschland haben. Das deutsche Leistungsschutzrecht hat eine Schutzdauer von 1 Jahr. Was für Nachrichtenartikel schon relativ enorm ist, wenn man bedenkt, dass eine Nachricht normalerweise innerhalb von einem Tag oder teilweise sogar innerhalb von wenigen Stunden ihren wirtschaftlichen Wert eingebüßt hat. Der Vorschlag für das europäische Leistungsschutzrecht ist jetzt, den Schutz auf 20 Jahre anzusetzen. Wenn man jetzt zurückrechnet, 20 Jahre 1997, dann hat man damit rückwirkend so ziemlich die gesamte Geschichte des Online-Journalismus abgedeckt. Das ist sehr praktisch. Das deutsche Leistungsschutzrecht gilt außerdem nur für die öffentliche Zugänglichmachung von Inhalten. Das Leistungsschutzrecht auf EU-Ebene soll auch das reine Kopieren von Ausschnitten aus Nachrichtenartikeln illegal machen. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, naja, aber eigentlich ist das doch gar kein Problem, weil wir haben ja ein Zitatrecht. Also selbst wenn irgendwas urheberrechtlich geschützt ist, darf man zitieren. Das ist grundsätzlich zwar richtig in den meisten Ländern, allerdings von Land zu Land ist verschieden, was
genau mit dem Zitatrecht gemeint ist. Ich weiß nicht genau, wie es in Österreich ist. In Deutschland ist es so, dass das Zitatrecht immer nur dann gilt, wenn man etwas kritisiert und sich kritisch damit auseinandersetzt. Das heißt, wenn ich zum Beispiel einen wissenschaftlichen Artikel schreibe, dann darf ich aus etwas anderem zitieren, aber nur, wenn ich mich damit inhaltlich auseinandersetze. Was nicht erlaubt ist, ist zum Beispiel eine Liste von Überschriften von Nachrichtenartikeln, ohne dass ich sage, dieser Nachrichtenartikel ist aber doof oder das ist Fake News oder was auch immer. Was soll das Ganze eigentlich? Was will Herr Oettinger damit erreichen? Er hat sich dazu in der Presse mehrfach geäußert, was letzten Endes die Ziele dieses Vorschlags sind, wer in Zukunft für Nachrichten bezahlen soll. Und da hat er gesagt, diese Lizenzgebühren, die soll Twitter bezahlen, das iPhone, Tablets und Facebook. Da sieht man schon, dass es eine gewisse Unkenntnis oder ein Unverständnis darüber gibt, wenn man auf der einen Seite Social Media mit einem Markenprodukt oder mit einer gesamten Technologie in einen Topf wirft. Das ist relativ unklar, wie das funktionieren soll. Aber aus dieser Auflistung wird relativ klar, dass es um diese Snippets geht, um automatische Previews, die halt vielleicht auf dem iPhone in der einen oder anderen Nachrichtenaggregatoren-App vorkommen, aber eben nicht auf dem iPhone als solches. Das Ganze ist insofern besonders ironisch, weil die Verlage, die sich für dieses Leistungsschutzrecht in der EU einsetzen, selbst im großen Stil Expertinnen einstellen für Social Media, für Search Engine Optimization und das oftmals, wenn solche Previews angezeigt werden, auf Facebook zum Beispiel, das nur deshalb passiert, weil die Verlage in den Metadaten ihrer eigenen Webseite angezeigt haben, bitte nehmt dieses Foto, bitte nehmt diesen Textausschnitt, damit sie selber attraktiver aussehen auf diesen Plattformen und letzten Endes geben die Geld dafür aus, dass sie auf Facebook oder in den Google-Suchergebnissen prominent und attraktiv angezeigt werden und sagen dann gleichzeitig aber, das ist eine unfaire Ausbeutung durch Google und Facebook und wir brauchen Geld dafür. Die Logik ist aber genau diese, also obwohl das Ganze noch weit über das deutsche Leistungsschutzrecht hinausgeht, ist die Argumentation genau die gleiche, wie als wir diese Diskussion 2010, 2011 in Deutschland hatten. Es, gesagt wird, die Webseiten, die uns Publikum schicken, das heißt da, wo die Leute die Links finden, die sollen uns dafür, dass sie uns dieses Publikum schicken, auch noch bezahlen. Auf die Frage hin, was genau dieses Leistungsschutzrecht abdecken soll, hat Günther Oettinger tatsächlich sich auch zu der Aussage hinreißen lassen, dass ja, Überschriften alleine auch schon lizenzpflichtig sein können. Er hat dann aber eingeschränkt, wobei wir dabei nicht von rein faktischen Überschriften wie Flugzeugabsturz in Afrika reden. Es muss schon um eine intellektuelle Leistung gehen. Erstmal muss man da feststellen, dass Günther Oettinger offensichtlich der Meinung ist, Afrika wäre ein Land. Anders kann ich mir diese Überschrift nicht erklären. Aber auch das, was er hier sagt, ist letzten Endes vom Gesetzestext nicht abgedeckt. Also nirgendwo steht in diesem Gesetzestext, dass es sich um eine intellektuelle Leistung handeln muss. Das heißt, also ich interpretiere den Text so, gerade weil es sich eben nicht um ein Urheberrecht, sondern um ein Leistungsschutzrecht handelt, dass tatsächlich jede Überschrift, auch sei sie noch so blöd wie Flugzeugabsturz in Afrika, lizenzpflichtig würde in dem Moment, wo die einmal auf einer Website eines Verlags angezeigt wurde. Anders als in dem deutschen Vorschlag gibt es eben keine Ausnahme für einzelne Wörter oder kurze Phrasen. Und die Verteidigung von Günther Oettinger, aber auch von den Verlagen, die sich für dieses Leistungsschutzrecht einsetzen, ist immer, dass das Ganze ja nicht auf Privatpersonen abgezielt sei. Es geht ja um Facebook, um Twitter, um Google und deshalb muss man sich gar keine Sorgen machen. Allerdings in dem Vorschlag steht an keiner Stelle, dass Privatpersonen davon nicht betroffen sind. Das heißt, wir wären dann letzten Endes alle auf den guten Willen der Verlage angewiesen, dass sie uns schon nicht verklagen werden. Aber illegal wäre das Teilen von solchen Überschriften wie Wiese und Papst dann trotzdem. Das Problem, dass es sich bei diesem Leistungsschutzrecht anders als beim deutschen um ein Recht handelt, das nicht nur das öffentliche zugänglich machen, sondern auch das Kopieren
zu einer illegalen Tätigkeit macht. Das sieht man vor allen Dingen bei Suchmaschinen. In Deutschland ist das Leistungsschutzrecht dadurch gescheitert, also man hat es eingeführt, hat gesagt, okay, die Verlage schließen sich jetzt alle in einer Verwertungsgesellschaft zusammen und gehen zu Google und sagen, bitte bezahlt uns dafür, dass wir in euren Suchergebnissen auftauchen. Und daraufhin hat Google eben aufgehört, Snippets anzuzeigen und hat nur noch die Überschrift angezeigt, was unter dem deutschen Leistungsschutzrecht ja legal ist. Und hat gesagt, okay, ich nehme eure kostenpflichtige Dienstleistung nicht in Anspruch, vielen Dank. Daraufhin haben die Verlage festgestellt, dass sie viel weniger Zuschauer auf ihre Webseiten bekommen und haben Google daraufhin eine Gratis-Lizenz erteilt. Das heißt, alle kleinen Anbieter von Nachrichtenaggregatoren müssen weiterhin zahlen. Google, für die das Gesetz aber eigentlich gedacht haben, war, müssen nicht zahlen. Das heißt, ein Gesetz, das eigentlich gegen Google gerichtet war, hat eher dazu geführt, dass Google seine Machtposition auf dem Markt noch ausbauen konnte. Wahrscheinlich hat man sich gedacht, okay, das deutsche Leistungsschutzrecht hat nicht so gut funktioniert. Wir müssen das irgendwie noch weiter fassen, dann wird es sicher funktionieren. Deshalb hat man das Kopieren noch mit reingenommen. Das Problem ist, ich habe es vorhin schon erwähnt, eine Suchmaschine, um funktionieren zu können, muss Kopien anlegen von den Webseiten, die indiziert werden. Dieses Kopieren wäre grundsätzlich auch eine Urheberrechtsverletzung, ist es aber nicht, weil es glücklicherweise eben diese eine Ausnahme gibt für technische Kopien. Und zwar funktioniert die so, dass immer dann eine Kopie legal ist, wenn es sich um eine Kopie handelt, die für einen technischen Prozess integral notwendig ist und eine legale Nutzung erlaubt. Das Problem ist halt, wenn das Leistungsschutzrecht eingeführt wird, dann ist das Anzeigen von Suchergebnissen von Nachrichten nicht mehr legal und damit gilt dann auch die Ausnahme für das Kopieren nicht mehr. Und dementsprechend dürften die Suchmaschinen eben die Webseiten von Verlagen, die dieses Leistungsschutzrecht geltend machen, überhaupt nicht mehr indizieren. Das würde halt dazu führen, dass dann die Webseiten der Verlage überhaupt nicht mehr auffindbar sind. Wahrscheinlich wird Google dann wieder eine Gratis-Lizenz bekommen. Also das Ergebnis kann man sich schon vorstellen. Außerdem ist noch ganz interessant, was eigentlich mit Presseerzeugnissen gemeint ist in diesem Gesetz. Eine Presseveröffentlichung ist in dieser Definition eben nicht nur auf rein journalistische Inhalte beschränkt, sondern es handelt sich um jede Publikation journalistischer Art, die insgesamt auch andere Werke enthalten kann oder andere Inhalte. Das heißt, dass wenn man eine Publikation hat, in der zu 90% automatisch generierte Nachrichten drin sind, die überhaupt nicht urheberrechtlich geschützt sind, aber zu 10% normale von Journalistinnen und Journalisten erstellte Inhalte, dann ist die gesamte Publikation von dem Leistungsschutzrecht geschützt. Das heißt, es wird gesagt, okay, wir machen jetzt hier dieses Leistungsschutzrecht, um Qualitätsjournalismus zu fördern, aber tatsächlich wird hier zum ersten Mal ein wirtschaftlicher Schutz von durch künstliche Intelligenz generierten Inhalten erstellt und ob das tatsächlich so die Zukunft des Journalismus ist, bin ich mir nicht sicher. Aufgrund dieser sehr breiten Definition von Presseveröffentlichungen sind dann eben auch solche Dinge wie Fotos mit abgedeckt, weshalb man bei Pinterest in Zukunft mit den Verlagen verhandeln muss. Aber Pinterest hat eigentlich noch ein viel größeres Problem mit diesem Vorschlag und wird sich deshalb mit dem Leistungsschutzrecht nicht so sehr aufhalten. Das Problem, das Pinterest und eigentlich alle anderen Host-Provider haben werden, ist der Artikel 13 dieses Vorschlages, der firmiert auf Twitter und Co. inzwischen unter dem Namen Censorship Machine, also Zensurmaschine. Und zwar sieht dieser Artikel bestimmte Verpflichtungen für Host-Provider vor. Also zunächst mal, wer ist davon betroffen? Es geht hier um Dienste der Informationsgesellschaft. Dabei handelt es sich um Online-Dienste im weitesten Sinne, die normalerweise gegen ein Entgelt angeboten werden. Also Host-Provider, die außerdem Inhalte, die User hochgeladen haben, öffentlich zugänglich machen. Da gibt es noch eine Einschränkung und zwar nur die Host-Provider müssen diesen Artikel befolgen, die große Mengen von urheberrechtlich geschützten Inhalten enthalten.
wenn man unter diese Definition fällt, dann hat man die Auswahl zwischen zwei unterschiedlichen Verpflichtungen. Ich zeige euch hier übrigens den englischen Text an, weil die deutsche Übersetzung, die offizielle deutsche Übersetzung davon so schlecht ist, dass in dem Artikel was völlig anderes drin steht, was auch noch relativ interessant wird in den Verhandlungen. Also die Verpflichtung 1, die man wählen kann, man kann als Anbieter von einer Hosting-Plattform wie zum Beispiel Wikipedia in Zukunft einfach Lizenzverträge mit den Rechteinhabern abschließen. Also das würde dann so aussehen, dass Wikipedia zur Verwertungsgesellschaft geht und eine Pauschalgebühr zahlt dafür, dass Leute dort Inhalte hochladen können, obwohl es von Wikipedia überhaupt nicht gewollt ist, dass irgendjemand urheberrechtlich geschützte Inhalte hochlädt, die nicht unter einer freien Lizenz veröffentlicht sind. Das heißt, diese Option ist eigentlich nur für die Plattformen interessant, die eigentlich wollen, dass Leute urheberrechtlich geschützte Inhalte hochladen, wie zum Beispiel YouTube. Aber für alle die, die das eigentlich eher verhindern wollen und eine Plattform für Kommunikation und für kulturellen Austausch zwischen Leuten schaffen wollen, zum Beispiel Foto-Community, wo die Leute ihre eigenen Fotos hochladen sollen und nicht die von anderen Leuten, ist das auf jeden Fall keine gute Option. Das heißt, dann bleibt ihnen eigentlich nur noch die Option 2, und das ist präventiv die Verfügbarkeit von urheberrechtlich geschützten Inhalten zu verhindern. Das heißt, man muss letzten Endes schon bevor die Inhalte auf der Plattform sichtbar werden, eingreifen und die urheberrechtlich geschützten Inhalte rausfiltern. Bisher gibt es natürlich auch schon Verpflichtungen für Online-Plattformen. Also es wird immer gesagt, das Internet ist der rechtsfreie Raum und so weiter. Das ist tatsächlich nicht so. Wenn man heute einen Host-Provider betreibt, zum Beispiel ein Diskussionsforum, wo Leute Texte und Bilder einstellen können, dann hat man auch heute schon die Verpflichtung, sobald man informiert wird über eine Urheberrechtsverletzung, diese unverzüglich zu entfernen. Wenn man das aber tut, dann ist man von der Haftung ausgeschlossen und auf der sicheren Seite. Dieses Prinzip Notice and Takedown hat sicherlich auch seine Schwächen, zum Beispiel, dass diese Takedown-Notices teilweise automatisiert zu Millionen geschickt werden. Es gab vor kurzem eine Studie, wo Google gezeigt hat, dass von den Takedown-Notices, die sie bekommen, 99% der Webseiten, die angeblich urheberrechtsverletzend sind, im Suchindex von Google überhaupt nicht auftauchen. Also das heißt, diese Takedown-Notices werden auch teilweise relativ weit gestreut. Aber zumindest ist für den Betreiber so einer Webseite klar, okay, solange ich unverzüglich reagiere, bin ich auf der sicheren Seite und muss mir über das Urheberrecht keine Sorgen machen. Hier ist jetzt aber von Prävention die Rede, prevent the availability of works. Das heißt, die Werke im Nachhinein runternehmen, unverzüglich, nachdem man informiert wurde, reicht nicht mehr, sondern man muss aktiv werden, bevor sie überhaupt auftauchen. Und das kann letzten Endes nur, das steht auch schon in dem Artikel drin, durch Überwachungstechnologie geschehen. Also hier steht, man soll zum Beispiel Content Recognition Technology einsetzen. Und das bedeutet letzten Endes eine flächendeckende Überwachung aller User-Uploads. Jetzt ist es natürlich relativ offensichtlich, worum es hier eigentlich geht und warum die Kommission diesen Vorschlag gemacht hat. Und zwar, weil sich die Musikindustrie seit vielen Jahren mit YouTube über eine faire Bezahlung streitet. Also Zweck dieser Inhaltefilter soll letzten Endes nur einer sein, nämlich Musikvideos oder Musikstücke bei YouTube aufzuspüren. Und tatsächlich setzt YouTube selbst freiwillig auch schon so eine Technologie ein, nämlich Content-ID. Das Problem mit Content-ID ist allerdings aus User-Sicht, dass Urheberrechtsschranken, Ausnahmen vom Urheberrecht von solchen Algorithmen überhaupt nicht erkannt werden. Das bedeutet, wenn ich zum Beispiel einen Vortrag halte und dort ein paar Sekunden Musik abspiele, um irgendwas zu illustrieren. Das darf ich, weil es eine Schranke zu Bildungszwecken gibt. Aber das kann der Algorithmus von Content ID ja nicht wissen und das Video wird dann trotzdem gesperrt. Das heißt, diese Technologie ist zu einem gewissen Maße vorhanden, funktioniert aber nicht besonders gut und die schreibt man jetzt grundsätzlich in ein Gesetz. Die Musikindustrie hat in den allermeisten Fällen schon Lizenzverträge mit YouTube. Also der bekannteste Fall, wo das nicht der Fall war, war der Rechtsstreit zwischen GEMA und YouTube in Deutschland, der aber inzwischen auch beigelegt wurde. Und dort gibt es jetzt auch einen Lizenzvertrag. Das Problem ist, die Musikindustrie ist mit den Konditionen nicht zufrieden. Sie hätten gerne mehr Geld für ihre Inhalte. Und
Die Lösung, mit der Sie das erreichen wollen, ist jetzt eben die Lizenzen im Vergleich zu den Upload-Filtern zu einer weniger schmerzhaften Option zu machen. Weil auch Content-ID ist bisher nicht für jeden Rechteinhaber zur Verfügung, sondern nur für die Größeren, weil es auch einen gewissen Verwaltungsaufwand mit sich bringt. Das heißt, Sie meinen, wenn es eine gesetzliche Verpflichtung gibt, dann ist die Lizenzverträge immer noch die einfache Option und dann werden Sie in Zukunft bessere Verhandlungsergebnisse erzielen. Das Problem bei der Sache ist, man kann nicht ein Gesetz schreiben, das nur für YouTube gilt. Das hat man schon beim Leistungsschutzrecht versucht, ein Gesetz zu schreiben, das nur für Google News gilt, hat nicht funktioniert. Und das wird auch hier nicht funktionieren. Deshalb gilt dieser Artikel jetzt eben für alle möglichen Host-Provider, die die Kommission überhaupt nicht im Kopf hatte, als sie das Ganze verfasst hat. Und es gilt eben auch nicht nur für Musik, sondern für alle urheberrechtlich geschützten Inhalte. Und das kommt dann eben zu sehr merkwürdigen Ergebnissen. Also zum Beispiel Software ist urheberrechtlich geschützt. GitHub als Plattform ist dazu da, dass Leute miteinander freie Software austauschen können. Das heißt, die ist zwar grundsätzlich urheberrechtlich geschützt, aber unter einer freien Lizenz veröffentlicht. Dafür ist der Vorschlag vollkommen blind. Da steht nur drin, wenn du als Plattformbetreiber große Mengen von User-Uploads hast, dann musst du Lizenzen abschließen oder eben diese Upload-Filter einsetzen. Jetzt kann man sich noch fragen, Moment, diese Diensteanbieter der Informationsgesellschaft, für die das gilt, das sind ja nur Dienste, die gewöhnlich gegen Entgelt angeboten werden. Fallen da solche Sachen wie GitHub überhaupt drunter? Ja, also sowohl GitHub als auch Foto-Community sind sogenannte Freemium-Services. Also man kann die zwar grundsätzlich umsonst nutzen, aber sie haben daneben auch noch einen Premium-Dienst, der bezahlt ist. Und auch das gilt bereits für gewöhnlich gegen Entgelt angeboten. Darüber hinaus gilt das sogar für einige komplett nicht kommerzielle Hoster. Also archive.org ist ein Repository, ein öffentliches Archiv, das von Universitäten betrieben wird, wo Autorinnen und Autoren aus der Wissenschaft ihre wissenschaftlichen Fachartikel miteinander teilen können. Und die würden auch unter diese Definition fallen, weil gewöhnlich für Entgelt letzten Endes bedeutet, dass man auch darunter fällt, wenn es Konkurrenzunternehmen gibt, die das gleiche Angebot gegen ein Entgelt anbieten. Und auch Wikipedia würde darunter fallen, weil sie Spendenbalken einsetzen. Also sobald man Spenden einsammelt, dann fällt man auch unter diese Definition. Jetzt kann man sich fragen, also sowohl bei archive.org als auch bei Wikipedia sind Urheberrechtsverletzungen im großen Stil eigentlich kein Problem. Aber aufgrund der Tatsache, dass sich bei der Kommission wahrscheinlich noch nie jemand über CC-Lizenzen Gedanken gemacht hat, ist das Ganze eben so formuliert, dass sie auch darunter fallen. Jetzt kann man noch sagen, okay, vielleicht ich betreibe ein Diskussionsforum, vielleicht bin ich noch auf der sicheren Seite, weil es geht ja nur um große Mengen von User-Uploads. Da ist das Problem, große Mengen ist weitgehend undefiniert. Man weiß nicht genau, was man darunter zu verstehen hat. Aber bei den Hosts, die ich hier aufgezählt habe, Foto-Community, GitHub, Archive, Wikipedia, die haben alle weit über 1 Million Uploads. Und dann ist relativ klar, dass es sich dabei um große Mengen handelt. Die Kommission hat sich das so gedacht, wenn wir da große Mengen reinschreiben, dann schützen wir kleine Unternehmen und haben am Ende nur YouTube abgedeckt. Aber dabei haben sie halt nicht bedacht, dass man auch schon mit einem Unternehmen oder einer Community-Webseite, die überhaupt nicht profitabel ist, große Usermengen oder große Mengen von Uploads haben kann. Das bedeutet jetzt für die Betreiber von solchen Hosting-Webseiten eine relativ blöde Situation, denn sie müssen wählen, entweder sie bezahlen Rechteinhaber für eine Dienstleistung, die sie nicht haben wollen, oder sie setzen Filter ein. Aber da stellt sich jetzt die Frage, was genau muss man denn filtern? Google hat laut Eigenaussage 60 Milliarden Dollar in die Entwicklung von Content-ID gesteckt und das hat dazu geführt, dass die jetzt nicht nur Musik Aufnahmen erkennen können, was noch relativ trivial ist. Da nimmt man eben eine Referenz aus seiner Referenzdatenbank und gleicht die gegen die Uploads ab, sondern Content-ID kann jetzt anscheinend auch Melodien erkennen. Das ist schon technisch komplexer, aber ist noch nicht die Breite dessen, was alles urheberrechtlich geschützt sein kann. Um nur ein Beispiel zu nennen, diese Skulptur hier ist urheberrechtlich geschützt.
In Ländern mit Panoramafreiheit wie Österreich kann man die einfach anzeigen, ist kein Problem. Allerdings in anderen Ländern gibt es dann keine Panoramafreiheit. Das heißt, der Upload-Filter muss erstens wissen, welches Recht gilt, was dort die Schranken sind und muss dann auch Fotografien von dieser Skulptur aus jedem beliebigen Winkel erkennen können. Das heißt, es geht nicht nur darum, ob das einzelne Foto urheberrechtlich geschützt ist. Eine Urheberrechtsverletzung kann eben auch ein Foto einer Skulptur sein. Auch ein Text kann natürlich urheberrechtlich geschützt sein, und zwar nicht nur der Text selber, sondern auch jede Übersetzung dieses Textes. Das heißt, die Filtertechnologie muss auch alle Sprachen der Welt irgendwie abdecken und tatsächlich Übersetzungen eines Textes zuverlässig erkennen können. Und ich weiß nicht, ob von euch jemand Fanfiction schreibt, auch das Benutzen einer Romanfigur in seinem eigenen Werk kann eine Urheberrechtsverletzung sein. Und natürlich die Nutzung von Softwarecode, ohne dass man eine Lizenz hat. Vor kurzem gab es ein sehr problematisches Urteil des Europäischen Gerichtshofs im Fall GS Media. In diesem Fall hat der EuGH befunden, dass das Setzen